Hallo und herzlich willkommen bei Atlas Küche. Heute möchte ich zeigen, wie man ganz schnell Harsha zubereitet. Harsha ist ein typisch marokkanisches Grießbrot, welches gern zum Beispiel zum Minztee serviert wird und unter anderem auch Abwechslung beim Frühstück sorgt. In Marokko zum Beispiel, da wird es sehr gerne gegessen und da darf so eine Harsha zum Frühstück nicht fehlen. Kommen wir zu den Zutaten. Dafür braucht man 2 Schalen Grießmehl, das ist in dem Fall der feine Grieß, 2 Gläser Milch, 100 Gramm geschmolzene Butter, 1 Teelöffel Backpulver, 1 Teelöffel Salz und eine Prise Zucker. Als erstes vermengt man die trockenen Zutaten miteinander, also die 2 Schalen Grieß in eine große Schüssel geben, Salz, Zucker und Backpulver hinzufügen und erstmal kurz rühren. Danach die geschmolzene Butter hineingeben und so lange rühren, bis alles komplett mit der Butter angefeuchtet ist und bis quasi eine streuselartige Masse entstanden ist. Anschließend gibt man dann nach und nach die Milch hinzu. Die Milch darf ruhig kalt sein, also es muss also keine lauwarme Milch sein. Und knetet die Masse dann erstmal mit den Händen, bis ein sehr, sehr weicher Teig entstanden ist. Und den lässt man dann erstmal für 10 Minuten lang ruhen. Arbeitsplatte ordentlich mit Grießmehl bestreuen und den Teig erstmal darauf kurz durchkneten. Erstmal mit den Fingern platt andrücken und dann ca. 1 cm dick ausrollen. Den deshalb ausrollen, um einfach eine gleiche Ebene zu bekommen. Um den Teig auszustechen, habe ich hier ein normales Glas genommen, das einen Durchmesser von ca. 4 cm hat. Damit dann quasi die runden Fladen ausstechen und erstmal auf ein Backblech legen. Den Blech habe ich vorher auch mit Grieß bestreut und dann den Vorgang so lange wiederholen, bis der Teig aufgebraucht ist. Wenn man mit dem Vorgang fertig ist, kann man dann eigentlich auch direkt mit dem Backen beginnen. Vorher am besten eine beschichtete Pfanne nehmen, diese stark erhitzen und im Anschluss die Fladen darin goldbraun backen. Was dabei noch zu beachten ist, ist, dass die Fladen bei mittlerer Hitze gebacken werden, damit die von außen nicht so schnell anbrennen und somit werden die auch von innen schön gebacken. Man hat dann nicht solche Brote, die von innen noch roh sind. Et voilà, das sind meine Grießbrote oder auch Harsha genannt in Mini-Format. Die werden lauwarm serviert und was dazu am besten schmeckt, ist Honig, Butter, Frischkäse oder selbstgemachte Erdbeermarmelade. Und natürlich darf ein Glas marokkanischer Minztee überhaupt nicht fehlen. Ja, ich hoffe, mein Harsha-Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und wenn ihr weiterhin Fragen habt, dann könnt ihr mir die einfach in den Kommentaren hinterlassen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und vergesst meinen Kanal nicht zu abonnieren, um weiterhin marokkanische Leckereien von mir zu erhalten. Wünsche euch einen guten Appetit und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.